Einen wunderschönen Was geht ab, liebe Leute. Und herzlich willkommen in der neuen Bachforellensaison. Ja, das ist der zweite Tag, an dem ich loskomme. Ich habe heute leider wieder Spätschicht, deswegen habe ich nur bis 12:30 Zeit. Ich habe es wieder gezielt auf die großen Bachforellen abgesehen, denn wir haben immer noch Hochwasser. Hochwasser, aber mit leicht angetrübt. Und es hat sich herausgestellt, dass genau das die großen Bachforellen herauslockt. Ich habe einen knapp 7 cm Köder dran, den ich tendenziell gegen die Strömung führen werde. Das leichte Gerät habe ich zu Hause gelassen mit den Ruten bis 5 Gramm. Ich habe jetzt eine 10 Gramm Rute dabei, da ich tendenziell mit größeren Fischen zu der Jahreszeit rechne, beziehungsweise ich halt auch durch die starke Strömung gegen die Strömung halt fischen muss und dadurch ein bisschen mehr Rückgrat bzw. ein bisschen schwereres Tackle nehme. Was habe ich vor? Bin jetzt zur ersten Stelle gelaufen, angel mich dann stromabwärts. Normalerweise würde ich mich immer stromaufwärts arbeiten bei normalem Wasserstand, aber da mit den normalen kleinen Tangstenködern und Gummiwürmern der Köder viel zu schnell weg ist und ich den mit den kalten Wassertemperaturen noch schön auf der Stelle halten kann, das ein oder andere Mal einen Twitch geben kann und vielleicht genau vor einem Hindernis halten kann, da verspreche ich mir ziemlich viel und hoffe, dass dadurch eine schöne Forelle mal vorbeikommt. Beim letzten Mal hat das schon sehr gut geklappt. Darauf will ich heute mal aufbauen und gucken, ob was kommt. Als Rute habe ich meine Palm Smaller Shaking Speciality. Shaking Speciality mit einer Tubertini Arias in der 1000er Größe drauf. Die Rute hat 2 bis 10 Gramm Wurfgewicht, reicht für die kleinen Wobbler perfekt aus und ist eigentlich meine Barschroute für den Mittellandkanal. Aber naja, nicht lange schnacken. Ich gehe jetzt, bin fast an der ersten Stelle angekommen und werde mir sie angucken. Und dann geht's los ans Angeln. Los geht's. Guck mal her, Leute. Der Spot ist komplett neu. Hier sind ein paar Bäume runtergekommen. Jetzt seht ihr auch mal, wie hoch das Wasser mal stand. Also es stand locker mal einen Meter höher noch. Hier ist eine Rausche und dahinter, ich gehe mal vorsichtig ran, hat sich eine leichte Kehrströmung gebildet mit einem tieferen Loch. Und ich schätze, hier drunter ist es auch tief. Die Stelle kannte ich so noch nicht. Ist auch wahrscheinlich nur interessant bei diesem Wasserstand. Nur ich muss irgendwie gucken, mit was ich das befischen kann. Das Ding ist, es ist ein wirklich kleiner Bereich und ich muss schnell auf Tiefe kommen. Deswegen komme ich wahrscheinlich um meinen Gummiköder nicht dran vorbei. Und werde es sehr wahrscheinlich mit dem pinken Würmchen am Schebukopf 2 Gramm ausprobieren und den da mal so ein bisschen reinpendeln lassen und mal gucken, ob sich da eine, ob da eine Forelle steht. So Leute, das Gummiwürmchen ist gejiggt und ich gehe jetzt mal ans Wasser. Guck mal, ob da eine Forelle steht. Nächster sehr cooler Spot, eine langgezogene Außenkurve. Gucken wir mal, ob da was steht. Ich werde wieder nach vorne gehen, gegen die Strömung meinen Wobbler einholen und mal gucken, hoffentlich diesmal nicht direkt einen Hänger haben. Da war eine.
Ich hatte ja gerade einen Hänger. Weiß nicht, ob Yoshi es reinschneidet. Aber ich habe gesehen, dass dadurch mein Fluorocarbon-Pop-Up, da ich halt mit 8-fach Geflecht als Hauptschnur angel, habe ich Fluorocarbon auf jeden Fall vorgeschaltet, dass es beschädigt ist. Habe einen kurzen Zugtest gemacht, also so einen Reißtest, und es ist direkt gerissen. Besser, also kontrolliert bitte immer mal wieder eure Vorfächer. Jetzt nicht nur fürs Bachforellenangeln, auch natürlich fürs Hechtangeln oder so. Aber kontrolliert auf jeden Fall eure Vorfächer. Wenn ihr dadurch einen Fisch verlieren solltet und er damit dann mit dem Köder herumschwimmt, das wollen wir alle nicht. Dementsprechend lieber einmal mehr kontrollieren und dann einmal neu knoten. Das ist ganz, ganz schnell gemacht. Die Reste, die ihr verknotet habt im Endeffekt, also die Überreste, auf jeden Fall einpacken, Leute. Lasst es nicht in der Natur rumliegen. Es liegt so schon genug Müll rum. Und unsere Kinder wollen auch von der Natur auch noch was von haben. Dementsprechend nimmt Rücksicht darauf. Und ich weiß, viele Angler nehmen auch schon Müll mit und alles. Aber naja, vielleicht reicht es ja auch schon, andere, die vielleicht nicht so die Sicht dafür haben, dafür zu sensibilisieren. Und ja, die Natur gibt es nur einmal. Die kann zwar vieles ab, aber die kleinen Sachen immer mitnehmen. Und dann kann es weitergehen. Los geht's. Jo. Oh, das ist eine gute. Jawohl! Guckt euch die. Warte. Aber die schöne Forelle an. Ja. Die ist aber auch noch viel zu klein. Die darf schnell wieder rein. Nice! Entschneidert. Und dann noch mit so einer schönen. Geil. So kann es weitergehen. Ich mache weiter Strecke und bin ziemlich optimistisch, dass da noch was kommt. Los geht's. Richtig, richtig geil. Wirklich, also die stand hier hinten im beruhigten Bereich, am Auslauf der Gumpe. Und eigentlich so, wie ich es mir auch vorstelle, wie ich es auch die letzten Tage oder beziehungsweise den letzten Tag erlebt habe. Und dass die Größe, die Durchschnittsgröße, durchaus besser ist als bei normalem Wasserstand. Das ist echt erstaunlich und geil. Ach, ich bin so happy. Nice. Schwierig, schwierig, schwierig heute. Liegt es an der Strecke? War schon jemand hier? Ich weiß es nicht. Fußspuren habe ich bis jetzt noch keine entdeckt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand schon vor mir da war. Davon abgesehen war ich um 8 Uhr morgens halt hier und ja, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die Forellen hier an der Strecke vielleicht komplett woanders stehen. Und ich habe hier jetzt noch eine Stelle, danach werde ich wahrscheinlich die Strecke wechseln. Denn ja, mal gucken. Also es ist halt auch manchmal so, manchmal fängt man nur eine Forelle. Es war zwar eine sehr, sehr schöne, aber ich hatte noch 2-3 Anfasser.
sind aber nicht kleben geblieben und waren auch nur kleine, die wollte ich eigentlich eh nicht haben. Ja, mal sehen. Ich gucke mir die nächste Stelle nochmal an. Ansonsten sehen wir uns gleich an der nächsten Strecke. Bis gleich. So Leute, zweite Strecke, zweites Glück. An der war ich hier noch nie bei Hochwasser. Keine Ahnung, ob es hier überhaupt funktioniert. Ich werde es ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Für mich geht es in die Richtung. Und dann probieren wir mal das Altbewährte weiter. Weil gestern hat es richtig gut damit funktioniert. Der Wasserstand ist ein bisschen klarer geworden, aber unweigerlich. Klar, es ist mehr Sonne draußen. Naja, aber die Große hat ja auch vorhin gebissen. Also ich muss wahrscheinlich einfach nur die Standplätze finden. Und das ist einfach nur die Schwierigkeit. Los geht's. Wasser ist echt arschkalt. Hier ist die süße Kleine. Richtig geil. Aber die ist schnell, die darf schnell wieder rein. Geil. Und ich hoffe, da steht gleich noch eine. Kleine Bachforelle. Aber die ist noch viel zu klein. Eigentlich wollte ich ja eine für die Pfanne mal fangen. Ich habe gestern eine verloren. Und ich schätze mal, die steht da immer noch. Und werde ich mal probieren, dass ich die vielleicht jetzt noch erwische. Ja, das werde ich machen. Wir sehen uns gleich an der nächsten Stelle. Los geht's. Herrlich. Die hat vielleicht sogar ihre 30 cm. Ja. Weitgerecht getötet. Mit einem Schlag auf den Kopf. Okay, ein Rundschnitt, ja. Ich weiß, viele zeigen es nicht, aber es gehört zum Angeln dazu. Die werde ich mir schön schmecken lassen. Ich werde gucken, ob da noch eine steht. Denn 30 cm, die wird für mich wahrscheinlich gerade so reichen. Aber das soll es für mich im Endeffekt auch gewesen sein. Ich mache da noch einen Wurf und ansonsten sehen wir uns dann gleich in der Küche. So Leute, die Bachforelle habe ich schön filetiert. Wunderbares Filet. Klar, es ist jetzt nicht so viel dran wie an einer gekauften, aber echt, echt klasse. Habe ich jetzt hier meine Pfanne. Die beiden Filets, die werde ich einmal kurz melieren, ein bisschen Pfeffersalz drauf zu geben. Werde mir einen kleinen Salat dazu machen und im Endeffekt dann einmal in der Pfanne knusprig anbraten. Ja, das machen wir einmal schnell. Das soll kein großes Kochvideo sein oder so. Na, man könnte jetzt noch die Gräten ziehen oder sonst was. Aber ich möchte einfach nur so den Fisch genießen. Einmal kurz in der Pfanne fertig machen und dann geht's für mich zur Arbeit. Ich nehme etwas Butterschmalz für die Pfanne. Hau da so einen guten Löffel rein. Das dürfte eigentlich ausreichen.
bisschen mehr vielleicht. So, während der Butterschmalz jetzt flüssig wird und die Pfanne heiß wird, salzen wir einmal unser Filet. Ich möchte da echt nicht viel drauf haben, denn ich möchte den Eigengeschmack der Bachforelle aus unserer Aue, selber schmecken. So sieht es einmal aus, einmal gesalzen. Pfeffer lasse ich doch weg, da ich den Eigengeschmack von der Forelle selber haben möchte. Man könnte jetzt natürlich ein eigenes Mehlbad oder so nehmen. Ich nehme einfach so ein bisschen Mehl, einfach ein bisschen melieren, drücke das von beiden Seiten etwas Mehl, so, es muss nicht schön aussehen, einfach, dass von beiden Seiten etwas Mehl drauf ist, auf dem Fisch. Und dann wird der Fisch, einen Moment, oh, die Perspektive ist ja ganz gut, ganz verkehrt. So, der Fisch ist meliert. Den braten wir jetzt gleich auf relativ hoher Stufe auf der Hautseite in dem Mehl an. Und dann gucken wir mal, wie es dann so wird. Der zieht sich ziemlich zusammen, die Haut. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie so oft auf der Hautseite angebraten. Aber sieht schon ziemlich gut aus. Schön knusprig. Den Salat lasse ich doch weg. Ich soll nur, da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe vor der Schicht. Falls ihr einen Tipp habt, wie sich die Haut jetzt vielleicht doch nicht so zusammenzieht und dass der Fisch gerade bleibt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist das Endergebnis innerhalb von gefühlt 5 Minuten. Fisch filetiert, in Mehl gewälzt, Salz dran, kleine Zitrone geschnitten und guckt euch das an. Schön knusprig, geil. Den Fisch werdet ihr mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine zweite Video von unserer oder von der Bachforellensaison 2023 gefallen. Liken, abonnieren ist natürlich kostenlos. Falls ihr einen Tipp habt, damit sich die Haut nicht zusammenzieht, wenn man auf der Hautseite brät, würde ich mich freuen, wenn ihr das ganz gerne mal in die Kommentare schreibt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.